Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußball, nein, FIFA 13. Ich will anderen Fußballmenschen sagen, keine Ahnung warum. FIFA 13 und Nationalmannschaft abgestellte Spieler, leider sind wir da nicht dabei, ist aber auch egal, wir sind dafür zu schlecht. Wir spielen natürlich weiter, haben wieder mal alle Ziele erfüllt, ich bin überrascht. Seit ich ziemlich brutal spiele, erfüllen wir alle Ziele. Ich mache heute Monster Recording Session. Eine Folge habe ich ja gesagt, schaffe ich noch. Aber dann sind wir mal gespannt, wie viele Folgen FIFA ich dann auf der Platte habe. Dürften einige sein. Dann kommt das nächste Spiel. Oh, ein Spiel gegen Werder Bremen. Das ist lustig. Das wird hardcore. Und wir spielen gegen Bremen und hoffen natürlich, dass wir wieder grandiose Leistungen vollführen. Wir spielen im Auswärtstrikot, die im Heimtrikot. Wir spielen auf Profi 6 Minuten Heiter. Wir machen Freisteuern. Also sprich, wir wollen Nick freisteuern. Treten wir da an mit Trikot Nummer 35 im offensiven Mittelfeld vom 1. FC Köln und versuchen jetzt alle anderen hier wegzupusten. So, dann... Ach du Kacke. Nee, ach Quatsch. So muss man das, glaub ich, machen. Hey, Treffer. Ja. Das war's im Mauer. Hey, Treffer! Ich sag mal, ich werd richtig gut. Keine Ahnung warum. Schade. Hätte ich höher haben müssen. So ungefähr. Hey, Alter, was geht? Ich krieg das auf einmal hin. Hey, wollt ihr mich verarschen? Seit wann kann ich das? Es ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Was kommt denn jetzt als nächstes? Das Goldlevel? Alter, ich bin froh, dass ich Silberlevel mal geschafft habe. Es ist mehr Glück wie Verstand. So, Bundesliga steht an. Werder Bremen gegen, ja, Köln. Und wir sind Nick Frei, offensiver Mittelfeldspieler von Köln und, in letzter Zeit für unsere harte, robuste Gangart bekannt. Keiner will mehr gegen uns spielen, weil das tut immer weh. Ja, danke für die Ermahnung. Das ist geil. Ich werde immer nur ermahnt. Geben mir keine Karten. Du kriegst nicht rein, Ekichi. Du kriegst nicht rein. So, Ball erobert. Sehr schön. Einsatz von der ganzen Mannschaft. Wir gehen in die Mitte. Was war denn das jetzt? So schwer erobert der Ball und dann sowas. Ja, super. What the hell? Ich habe aufs eigene Tor geschossen. Dabei wollte ich gar nicht aufs eigene Tor schießen. Ich wollte einen Ball erobern, was auch geglückt ist. Und dann habe ich aufs eigene Tor geschossen. Sowas Blödes aber auch. Kann alles schon mal passieren, so im Eifer des Gefechts. So, Kopfball gewonnen. Da bin ich stolz auf mich. Ich habe meinen Kopfball gewonnen. Was ist denn jetzt? Handspiel von Sokratis. Jetzt bei Dortmund. Haha. Und Elfmeter. Machen rein. Machen rein. Weh, du machst nicht rein. Er macht ihn rein. Der absolute Hammer. 1:0, 14. Minute durch Elfmetertor von Ugo Jimmy. Heißt er so? Ich weiß es nicht. Der wird mir übrigens gerade angeboten zum Kauf. Im Fußballmanager. So zum Saisonende hier, was wir haben. Gerade im Fußballmanager. Das ist, für euch ist das schon Wochen her.
weil ich habe es noch nicht aufgenommen, aber wie soll ich sagen? Ihr habt schon gesehen. Das ist das Schöne an Voraufzeichnen für Let's Plays. Ich habe es noch nicht aufgenommen, aber ihr habt schon gesehen. Ogun Jimmy. So, Einwurf, dem da, Einwurf. Ja, super. Bis der sich entscheidet, den Pass zu spielen, ist natürlich jeder bei mir, nachdem ich geschrien habe, spiel hier. Ja. So, schönes ausgespielten Ball. Genau so wollen wir das. Und das gibt Einwurf für uns. Und wir rennen wieder auf unsere Position und hoffen, dass wir. Hallo. Was machen die denn? Ey, jetzt verlieren die schon wieder einen Ball da hinten drin. Es ist abenteuerlich, was wir hier für einen Scheiß zusammenspielen. So, wir stürmen nach vorne. Ich kann komischerweise nicht kämpfen um den Ball. Ja. Der andere, der zieht und macht einen Toten. Das war ein cooler Hackentrick ins Aus. Hat er gut gemacht. Keine Ahnung, wer das war, aber hat er gut gemacht. Kann man eigentlich, das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Ein Schiri weggrätschen, geht das? Kriegt man da eine Strafe für? Ich habe mich zweimal ins Leere springen lassen, das mag ich mehr. Wow, massiver Fehlpass. Puh, haben wir Schwein, ey. Ich halte mich mal aus dem Verteidigergeschäft da hinten raus und kümmere mich mal um Stürmergeschäft. Ey, sag mal! Spielt er die Pässe so bescheiden, oder? Ist meine Annahme so schlecht? Weiter Ball in der Hoffnung, dass er irgendwo ankommt. Bis die immer die Pässe spielen, ey, da sagst du, ich spiele einen Pass zu mir, dann gehst du in den freien Raum. Bis die Pässe spielen, ey, ist echt der Markt verlaufen. Ah. Zum Glück gleich wieder erobert. Ja, den ihre Abwehr ist auch nicht ohne, muss ich so, mal ganz ehrlich sagen. Ey, ich meine, haut mich hier einfach mal um. So, Einwurf für uns. Ja, wir machen jetzt auch mal kräftig Druck bei denen vom Tor. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, ich wollte eigentlich mehr so Richtung Elfmeterpunkt den Ball werfen. Auf Randa holt einen Ball. Genau, super gemacht. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, in allen Aktionen ist eine zeitliche Verzögerung. Was ist denn jetzt los? Ey, da kämpfen wir uns einen Ball, dann kriegen die Idioten Freistoß. Kann nicht sein. Raus mit der Pille da hinten. Stehen wir nicht im Weg?
Wenn wir im Weg. Ja, da pfeift er. Halbzeit 1-0. Wir führen. Das ist das Wichtige. Wir führen 1-0. Halbzeit immer cool. Spielst du bald zu uns? Kann ich bald zurückspielen? So. Schön Anstoß fabriziert. Ich laufe dir mal ein bisschen den Weg frei. So. Ist Blocken eigentlich erlaubt? Ich glaube nicht. Ich stehe hier völlig frei. Wo schlägt der Ball hin? Will der mich verscheißern? Hast du eine Brille auf oder was? Die mögen mich noch, glaube ich. So, da gibt es Einwurf. Ja, super. Was denn jetzt? Ich trete nach. Oh. Ich kriege in letzter Zeit ganz schön viel gelbe Karten. Ja, so, es wird ausgewechselt. Hand kommt nicht gut. Komm, spiel den Ball ab. So, das gibt Einwurf, Eckball, keine Ahnung. Ah, der andere Stürmer kommt, Eckball. Leider, leider Eckball. Geht mir aus den Füßen. Oh, was war denn das für ein Ball? Haut der den Ball davor? Alter Falter, ey. Nicht normalen Pass spielen können, muss das so ein Ball sein. Ich wollte schon sagen, gibt ihm jetzt wieder gelb-rot hier. Ja, leicht ist es nicht. Und wie mir schreibt einer, es soll weniger grätschen. Seit wir so spielen, geht was voran, seit dem Gewinn war. Alter, das gibt's doch nicht. So, habe ich noch Energie. Können wir noch laufen? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und Eckball. Ja, ich hatte halt keine Energie mehr. Ich meine, wie willst du denn da sprinten, wenn du nicht mehr kannst? Ja, geht halt nicht. Anders hätte ich den wahrscheinlich totgelaufen. Ja, super Eckball. So, Innenlauf hier von dem gibt Einwurf für uns. So, da hat keiner mit gerechnet. Wir spielen in die Mitte. Wir holen uns den Ball. Wir ziehen ab und
Eckball. Der Wahnsinn, was hier geht. Hier geht ein richtiges Feuerwerk an Kombinationen in letzter Zeit. Ich blicke irgendwo nicht durch, wo der Ball ist. Das ist mein größtes Problem hier bei FIFA, dass ich nicht wirklich erkennen kann, wo der Ball ist. Und der kommt gut, der kommt gut. Und dann verlieren sie wieder hier das Kopfballduell. Oh, ich humpel. Komm, mach weiter, hallo. Fünf Saisontore, davon drei in irgendwelchen Spielen vor kurzem. Hallo. Oh. Ich bin verletzt. Oh nein. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich kann das ja nicht im Team spielen. Geht ja nicht. Wir führen ja. Also versuchen wir einfach mal so ein bisschen hier Zeit zu schinden durch Ball halten. Wichtig ist nur, dass die Zeit abläuft. Ja, blöd. Das war anders gedacht. Bring da jetzt absolute Ruhe rein. Ich habe da keinen Stress mit, hier die ganze Zeit auf dem Platz zu stehen. Gucken, was die KI macht. Ah, die wird doch angriffig. Oh oh, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ich kann das doch nicht. Was? 5 Minuten gibt der Nachspielzeit? Will der mich verarschen? Hallo, ich will hier. Nein! Ich wusste, es ist zum Kotzen. Ich hasse das wie die Pest. Ich kann nicht mit dem Team spielen und immer machen die dann ein Tor. Warum gibt der so lange Nachspielzeit? Och Mensch, das ist doch Kacke sowas. Warum ist nicht für mich das Spiel zu Ende, wenn ich verletzt vom Platz gehen muss? Ey, warum muss ich das ganze Team steuern? Ich verstehe es nicht. Kann man das nirgends ausschalten? Oh nein. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Wisst ihr, ey, der kotzt mich an sowas. Warum pfeift denn der nicht ab? Das Spiel ist lang rum. Pfeift doch mal ab, Schiri! Endlich, ey. In der 90. Guckt euch das doch mal an, das ist doch nicht normal. In der 90. Minute machen die 2 Tore. In der 90. Minute, 5 Minuten Nachspielzeit. Der pfeift einfach nicht ab. Und ich kann das nicht. Ich kann's nicht, verdammte Scheiße nochmal. Warum muss ich das überhaupt machen?
Wir haben geführt, 1:0 haben wir geführt. Habe ich keinen Bock mehr drauf, ey, wirklich. Kann man nirgends einstellen oder was, dass ich das nicht das komplette Team steuern muss, wenn ich vom Platz gestellt werde oder warum simuliert er da nicht? Wenn ich rot kriege, fliege ich vom Platz und dann wird simuliert, ja? Und wenn ich mich verletze und gehe vom Platz und dann muss ich das ganze Team spielen. Was ist das für eine Logik? Regt mich auf sowas. Regt mich so auf, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe, hier weiter aufzunehmen. So. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt meinen Ärger verstehen, weil es so unnötig ist. Es muss doch irgendwo eine Option geben, wo ich es ausschalten kann. Ich habe alles durchgesucht. Ich finde es nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß bei meinen anderen Videos. Ich bin jetzt echt angefressen. Habe jetzt keinen Bock mehr. Macht's gut. Bye bye.